Glück haben musst. Und das hast du. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Wednesday. Heute ein bisschen später. Erstmal die wichtigste Frage. Steht bei euch Gwent in der Stream-Übersicht? Das ist immer das Wichtigste. Das ist immer das Wichtigste. Was haben wir heute? 30 Einheiten Karten, okay. Vielleicht spiele ich heute doch Nilfgaard. Habe ich jetzt gerade die Nilfgaard-Quest gelöscht? Super. Nein. Gut. Okay. Dann wünsche ich einen guten Abend. Wollen wir mal gucken, ob Gwent da steht? Das werde ich nicht mal gucken. Ja. Wir stehen in Gwent da. Okay. Ich mal gucken. Und ich höre mich selber. Aber oh, wir hatten gerade einen Zuschauer mehr. So. Oh. So, Betrug. Dann wünsche ich einen guten Abend. Ich bin gar nicht richtig im Bild, aber ist okay. Doch. Bist du doch. Nicht, wenn ich so sitze. Yeah. Oh, kann ich aber auch nicht wirklich sehr viel mehr ziehen. Das geht aber, oder? Ah ja. Ist das so in Ordnung? Ist schon okay. Hier ist immer so eine große Lücke zwischen uns. Das geht leider nicht anders. Aber wird vielleicht bald Bild. Größer. Was soll das jetzt heißen? Jule hört übrigens bald auf. Okay. Das ist doch noch gar nicht sicher. Darf ich jetzt mal mit meinem Chef reden? Das war nur ein Witz. Jetzt schreibt sie ihrem Chef, ich nehme den Job. Ich nehme den Job. Was wollen wir heute spielen? Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Ich würde vielleicht ein bisschen, jetzt ist die Frage, was wollt ihr lieber? Ich würde vielleicht ein bisschen Skelling, wollen wir ein bisschen Skelling? Ein bisschen, ja, ich glaube schon. Wollen wir Harald immer noch als Anführerskin haben? Ja. Ich verstehe dich. Nein, ich will nicht Dönerman. Aber Dönerman! Was mit Milchbubi? Der ist doch kein Milchbubi. Das sieht so ein bisschen aus wie Jörg mit Augenklappe. Ja, oder? Wow. Können auch Kistensitzer nehmen. Der Kistengeist. Oh Gott. Kisten. Nein, wir nehmen. Ich glaube, ich bleib bei Harald. Ich mag. Oder wir nehmen mal Bran. Ich mag Bran irgendwie mehr. Bran ist auch cool. Bran ist irgendwie richtig cool als Anführer. Okay, fangen wir an. Wir haben lang genug gequatscht. Wir haben sowieso heute eh wieder eine Stunde weniger. Oh no. Aber vielleicht machen wir morgen nochmal einen Gwent Scream. Moin, Fischkrapfen. Moin. Set at my table and let's drink. Und wir spielen schon wieder gegen Nilfgaard. Okay, was wollen wir auf der Hand haben? Was kann er uns klauen? Eine Stärke von 5. Ich brauche keine 2 Schiffe. Wenn ich 2 Priester habe, kann ich mir tatsächlich erlauben, vielleicht eine Piratin abzulegen. Olaf Knut, ich kriege einen Morg sofort raus, ich kann wiederbeleben, ich habe ein Schiff, ich lege glaube ich sogar noch mal einen Schlechter. Ich ziehe auch einen Donner nach. Okay. Fangen wir mit dem Schiff an, das wird uns höchstwahrscheinlich weghauen. Kadusch. Assassination. Vielen Dank, Fischkrapfen. Ja, siehst du, da ist es. Das war so klar. Du hast die Karte gar nicht gescreenshottet, oder? Nein. Mein Gott. Aber da funktioniert die. So. Hast du einen Code? Ja, mein Fingerabdruck. Vielen Dank. Junge, wie viele E-Mails hast du denn? Viele? Oh mein Gott! Die wurden noch. Ich hatte ursprünglich mal 600, aber die wurden alle wieder nur einfach. Alle Stunden, die ich gelesen habe, wurde grün geladen. Oh mein Gott! Okay, ist egal. Oh mein Gott! Gwent! The Bitcher Card. Guck mal, wie schön! Du kannst dich nicht einloggen! Wieso? Weil ich dann rausfliege! Du kannst doch nur mit einem Account gleichzeitig drin sein! Ach so. Was? Aber es ist eigentlich blödsinnig, weil du teilweise eine ganz andere Anmeldung hattest dort. Du musst sogar nochmal das Tutorial machen. Total behindert. Das haben sie aber. Nee, das haben sie neu gemacht, weil Leute, die nach dem Syndikat nicht mehr wirklich gespielt haben, mussten das Tutorial nochmal neu machen. Ah, okay.
Schmeiß ihn raus. Soll ich mal machen? Nein. Doch. Nein. Ja, bei ihm bist du doch auch nicht rausgeflogen. Dann definier eben. Als du da dran warst und da schon eingebaut doch, warst. Doch, bin ich. Behindert. Victory is on the wind. Bin ich wirklich? Ich weiß, ich habe das nämlich ausprobiert, aber das geht nicht. Wenn du gleichzeitig im Spiel, also wenn du gleichzeitig im Spiel selber drin bist und mobile, weil das wäre ja auch Cheaterei, dann könntest du ja zwei Karten oder könntest du ja, sagen wir mal, zwei. Wie will ich jetzt sagen? Dann könntest du halt zweimal gleichzeitig spielen und könntest so umso schneller die Punkte sammeln. Ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ich glaube, du hast einen Vorteil. Wenn du im Spiel dann wärst, glaubst du, hast einen Vorteil. Na gut. Naja, wenn du könntest halt irgendwelchen Leuten halt das Ding geben und die spielen für dich hoch. Würde ich nie machen. Wenn ich wirklich was erreichen will. Okay, jetzt ist die Frage. Ich würde natürlich furchtbar gerne... Ich glaube, ich spiele erstmal einen Priester aus. Man sollte wenigstens in die Deckbearbeitung oder so reinkommen. Finde ich. Ja, gut, aber es ist halt auch. Also, wie gesagt, die wollen ja halt die Möglichkeit nehmen, dass du sehr viel machen kannst. 10 Euro und ich spiele dich auf Top 10 hoch. Ja, genau so. Account. Dafür müsstest du erstmal so gut spielen, okay, dass du auf Top 10 hochspielen kannst. What do you need me to do? Die Frage ist jetzt natürlich, ob ich passen will. Ich glaube fast sogar ja. Ich glaube, passen wäre jetzt eine ganz gute Idee. Er hat seine Anführerfähigkeit schon raus und wenn er noch einen Damien ausspielt, kann ich den halt kaputt hauen. Steffen hat er jetzt halt ausgespielt für nee, gut, er hat jetzt auf Even gewonnen. Aber ich denke mal nicht, dass er gegen uns ziehen will. Ich denke nicht, dass er gegen uns eine kurze Runde haben will. Kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Okay. Drago-Schildkröte und das ist das Einzige, was ich noch drin habe. Ich glaube, ich behalte sogar lieber das Schiff einmal. Ah, ich behalte, glaube ich, sogar lieber die Hand. Die kann er nicht mehr verteidigen. Das ist ganz gut. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich fange mal an, indem ich meinen Olaf wieder back in the life hole. Der hier ist Olaf. Der ist Olaf. Amts Winston Smith. Er hat keinen Defender mehr. Wir spielen keinen Defender. Nothing will stop us. Nothing will stop us. Doch, ich werde dich stoppen. Ja, das glaube ich nicht. Ich finde es sogar interessant, dass er weiterspielen will. So, ja gut. Ja, das ist auch gerade eine dumme Idee, was er macht. Wobei halt in einer kürzeren Runde bist du definitiv im Vorteil. Ja, weil also, ich halt auch... Da war Skellige schon immer recht stark in einer kurzen Runde. Vor allem habe ich noch meine Anführerfähigkeiten, ja. Hat seine nicht mehr, ne? Ich habe eine Extrakarte sozusagen. Your attention, please. I shall now speak. Ich muss mir nur meinen Donner aufheben, das ist das Wichtige. So, ich kann natürlich versuchen, auch noch was wiederzubeleben, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt so viel nützen würde. Eine andere Karte, die ich noch spielen könnte. Ja, Madrome wäre auch nicht wirklich toll. Vielleicht will er auch nur, dass ich halt einen Kartennachteil bekomme. Ich spiele mal eine Triss trotzdem aus. Okay. Eine Karte aus seiner Fraktion, wird mir die viel helfen? Kommt drauf an, was ja, würde auch wahrscheinlich. Ja. Also, Madrome bringen mir 6 Punkte. Ja, und aber da muss ich irgendwas ziemlich Gutes buffen, ne?
Turnierteilnehmer bringt mir 4 Punkte. Ich nehme mal lieber die kaiserliche Diplomatie. Yes. Für irgendwie schon ein, zwei Schaden zu. Alles irgendwie schlecht. Naja, das ist in Ordnung. Also von den Punkten her sind wir immer noch über ihn. Was soll das ausreichen? Ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich nur haben will, ne? Ich verstehe eigentlich. Komm schon, er sollte noch was weiteres erschaffen. Was er genau bewirken möchte jetzt. Und dann wirft er halt auch noch seine Wind-Condition weg. Naja, was ist halt seine Wind-Condition? Oh, hier, die assimilieren. Ja, gut. Die Frage ist halt, ob bei einer längeren Runde. Das Problem ist halt, ich kann jederzeit diese. Er hat keine Bestie. Komm her! Komm, get a heart, a bear hug. Okay, ich muss eigentlich nur was Schwaches ausspielen. Ich glaube sogar, ich würde die ausspielen. Würde den hochboosten und die würde Schaden kriegen. Das Ziel ist es halt, er sollte jetzt möglichst noch eine gute Assimilieren-Karte ausspielen. Weil ich möchte die halt aus. Ich möchte den Jutta einfach for free ausspielen können. Das ist so ein bisschen das, was ich anstrebe. Er hätte halt von Anfang an irgendeine Assimilieren-Karte noch ausspielen sollen. Frage ist, hat er noch was, was assimiliert? Schlacht vorbereitet? Sieht nicht so aus. Es ist morgen Arbeit. Oh, morgen. Das reicht mir aus. May Freya choose the vector. Ich sterbe. Nicht um Scorch herumgespielt. Ich glaube nicht, dass Nilfgaard Scorch spielt. Wenn er Scorch hätte, würde er sich selber treffen. Und Ghirardigni trifft nur eine Karte. Er passt sogar, okay. Das hat ihn jetzt rein gar nichts gebracht. Nope. Okay, wir brauchen Madroma. Wobei er kann immer noch Peter haben, ne? Außer, dass er halt eine wirklich starke Karte weggeworfen hat. Ich kann auch eine Karte meiner Wahl wiederbeleben. Wow. Drago-Schildkröte ist noch ganz gut. Eigentlich wäre Emiron die beste Karte, so. Ah, ich kann schlechter ziehen, ne? Ich kann eine tote Karte nachziehen. Ich würde es trotzdem riskieren. Ich glaube, ich lasse es sogar eher lieber. So. Das allererste, was ich mir aus meinem Deck raushole, ist eine Drago-Schildkröte. Draco. Die Frage ist halt, was er noch hat, ne? Sein Assimilieren-Paket ist relativ gut raus. Steffen Skellen hat er auch schon ausgespielt. Er hat wahrscheinlich noch einen Damien. Aber für einen Damien habe ich dauernd immer noch meinen Blitz. Ich werde es vermissen, mit dir zu streamen. Wieso? Was, wieso? Wieso sagst du das jetzt? Du hast doch vorhin gesagt, du weißt noch gar nicht. Aber jetzt, oh. Weil du damit angefangen hast. Habe ich gar nicht. Klar. Na gut, habe ich. Ich gebe es ja zu. Never seen a last wield a blade before. Never seen a last wield a blade before. Wobei ich auch eigentlich sagen muss, wäre froh, dich nicht mehr jeden Tag zu sehen. Nicht, weil ich dich nicht leiden könnte, aber wir sehen uns seit 3 Jahren fast täglich. Und ich fühle mich, also es fühlt sich eher so an, als ob ich mit dir eine Beziehung führe. Tun wir auch. Du denyst es nur immer. Du, die neist die Beziehung schlimmer, als ich gleich dein Damien den nein werde. Wir haben keine Beziehung. Ach nee, natürlich aber keine Beziehung. Erzähl das den Leuten nicht, die glauben alles. Die Leute, du kannst, das ist halt das Lustige. Teilweise, wenn du irgendwas mit dir erzählst, glaubt das immer irgendjemand. Hm? Ja, du
kannst das doch Was so meinst du, wie überhaupt die flache Erdebewegung und die Anti-Waxer ins Leben gekommen sind? Da hat irgendjemand was erzählt, so, die Erde ist flach und dann haben das Leute geglaubt und da hat sich ein Kult daraus gebildet. Come on, Stalkers, we ride. Come on, Stalkers. The Cult of Cthulhu. Dun, 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 dun. I divined this move from a sparrow's innards. Mm-hmm. Praying to your gods? They wouldn't dare cross me! They wouldn't dare cross me! Okay, wenn jetzt ein Damien kommt, habe ich immer noch meinen Donner. Komm, kein Damien. Diese Karte. Wieso? Na, weil die doch auf der mobilen Version so kaputt ist. So. 32 Punkte muss man mit einer Karte auffüllen. Es gibt keine Karte, womit Nilfgaard das ansatzweise schaffen würde. Und sein Peter wird ihn auch nicht retten. Mir würde auch keine Karte einfallen, die das überhaupt schaffen würde aus irgendeiner Fraktion. Das ist Peter. Oh, wie unerwartet. Doch, es gibt... Okay, ich glaube, in dem Sinne gab es keine, ne? Ah, ich fand's halt wirklich strange, dass er versucht hat, die zweite Runde zu ziehen, ne? Aber ganz ehrlich, er hätte wahrscheinlich auch die dritte Runde nicht geschafft. Auch wenn er nicht gezogen hätte. Er hätte mit Peter zurücksetzen können, er hätte nein. Einfach, weil dieses Assimilieren, er hatte da seinen Verteidiger schon raus und ich könnte halt einfach seine Assimilieren-Karte hart zurückgesetzt. Und also, genau deswegen... Ich hätte ihn in der letzten Runde einfach mit dem Assimilieren-Move, glaube ich, 14 Punkte geklaut. Richtig, und genau deswegen ist Nilfgaard einfach derzeit scheiße. Weshalb? Naja, sorry, aber... Naja, den Leader spielt Nilfgaard in Runde 1, weil sie halt Damien de la Tour in jedem Deck mittlerweile spielen, damit sie ihre Anführerfähigkeit neu auffrischen können. So, das ist der Grund, warum Leader in Runde 1 rausgekommen ist. Damit hat er zwar vielleicht versucht, also damit hat er auf Even gewonnen, aber es hat ihm nichts gebracht, weil ziehen gegen uns war, glaube ich, keine gute Idee, weil aber in der wie gesagt, er hätte stärker, ja auch nicht gewonnen, hätte er die dritte Runde genommen. Die dritte lange Runde. Ja, dann kommt es halt wirklich drauf an, was er noch gehabt hat. Aber er hat ja schon in der ersten Runde auch ganz gute Karten rausgespielt, ne? Ja. Ja, es rechtfertigt das nicht unbedingt. Es gibt Leute, die benutzen wirklich. Also, es gibt teilweise, du kannst teilweise dein Lead an Runde 1 einsetzen zu einem plausablen Ergebnis, zum Beispiel wenn du dem Gegner... Ich als Nilfgaard-Spielerin würde auch mal eher zur Runde 3 tendieren. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel wenn du den Verteidiger vom Gegner klauen kannst. Ja. Weil wenn du den Verteidiger vom Gegner klaust, dann kann er in der Runde nichts tun, um das aufzuhalten. Das ist richtig. Aber tendenziell hat Fischgrafen schon recht. Lieber Runde 3. Ich hab recht. Ha? Nichts. Fischkrapfen, hab ich gesagt, hat recht. Lieber Runde 3. Ja, Fischkrapfen hat recht. Und du hast auch recht. Bei Adal 7 ist das auch. Guck mal, jetzt spielen wir sogar gegen Versklaven 6er. Das heißt, der ist vielleicht noch ein Ticken schwächer. The senses can be fooled easily. Ich spiele kein Müll, oder? Müll? Naja. Er spielt sehr viel Taktikkarten wegen dem Sechser-Diebstahl. Ja, ja. Das Dumme ist halt nur Drakoschildkröte, ist halt, ja. Armed or crazy? Ich habe aber noch nie einen Adal 7er gesehen. Also 6 ist das Maximale, was ich sehe. Habe ich bis jetzt auch nur gesehen. Ich glaube, Frischkapfen hat da schon sehr krasse Exoten gesehen. Fischkarpfen. Also bei 7er, da muss der. Er hat natürlich einen doppelten Meuchelmord auf der Hand. 4 Taktikkarten in einem Deck sorgen für einen Punkt mehr. Ne? Das heißt, er hat 12 Taktikkarten. Bei 7 müsstest du 16 Taktik. Das würde gar nicht gehen. Sicher. Naja, dann müsstest du wie viele Taktikkarten mehr spielen? Dann müsstest du 16 Taktikkarten spielen. Du brauchst aber mindestens 13 Einheiten.
Das heißt, du müsstest insgesamt ein Deck von 29 Karten haben, wenn du. Es kann ja sein, dass Fischkrapfen das schon gesehen hat. Also das ist dann wirklich sehr gewagt. Was machst du jetzt mit meinem Olaf? Aber gut, im Prinzip. Ich habe es nicht nur gesehen, sondern gespielt. Es ist eine lustige, aber ja. Es würde funktionieren, aber es ist halt trotzdem. Viele Sachen hast, die irgendwelche Karten rausholen. Es ist halt einfach zu banal, sage ich mal, als dass man es wirklich effektiv nutzen wollen würde. Klar kann man es spielen, aber ob das jetzt so sinnvoll wäre. Okay, hat sein Verteidiger auch schon raus. Wenn er den Verteidiger raus hat, brauche ich theoretisch auch meinen Grey Mist nicht mehr. Das heißt, ich könnte jetzt Grey Mist aus dem Deck rausholen. Das Einzige, warum ich es nicht tue, ist, ob ich mich frage, ob ich das überhaupt machen will. Eine Doppelmeuchelmord ist raus. Defender ist raus. Jetzt die Frage, ob ich vielleicht noch einen Damien rauslocken will, ne? Also spielen kann man alles, ne? So ist nicht. Drakoschildkröte wird halt tatsächlich ein kleines Problem. Ich glaube, ich opfer sogar nochmal einen Schlechter. Booste den. Überraschen kannst du den Gegner tatsächlich, wenn er damit rechnet, dass du 6 klauen kannst und nicht guckt. Also es gibt, ja, es ist ein Fun-Deck, ne? Ich würde es jetzt nicht als ernsthaftes. Man kann es spielen, aber es ist dann halt so. Weiß ich nicht. Ich würde das nicht mal als sehr gutes Fun-Deck erachten, oder? Wie gesagt, du kannst halt mit Nilfgaard recht viele Karten aus dem Deck holen. Also ich kann mir vorstellen, dass das. Du kannst im Nilfgaard Mirror den 7er Defender klauen, ja. Könntest ihn aber auch einfach mit Peter zurücksetzen und klauen. Okay, Steffens Gelden ist raus. Das ist gut. What do you need me to do? Das heißt, er würde nächste Runde höchstwahrscheinlich wieder eine etwas stärkere Karte ausspielen. Schlachtvorbereitung. Ja. Möchte ich noch weiterspielen? Ah, ich müsste eigentlich die Drakenschildkröte mit irgendwas enablen, ne? Ich möchte ihm halt eigentlich seine guten Karten rauslocken. Das ist so ein bisschen das Ziel, was ich habe. Jetzt kriege ich nochmal jede Runde 3 Punkte. Da ist eine Bestechung. Kriegt mein Olaf. Ist okay. Kriegt noch eine Bestechung. Was kriegt er jetzt damit raus? Ja, du musst ich muss gegen ihn Schildkröte in den liegenden Priester spielen. Ich will eigentlich nur, dass er seine guten Karten opfert. Also wenn er so Steffens Gelden raushaut und Co., bin ich eigentlich relativ glücklich. Sein Verteidiger ist ja auch schon raus. Komm schon, wirst ja wohl eine Entscheidung treffen können. Drakoschildkröte holt er sich sogar auch. Ah, das ist halt der Vorteil, ne? Die Karten, die ich spiele, die setzen sehr viel auf Synergy. Und solange er halt diese Synergy nicht kriegt, ja. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Peter. Komm schon. Zeig mir, dass du noch einen Peter geben willst. Bards across the Empire will sing of this day. Ah, leider kein Peter. Das will ich wiederbeleben. Ich könnte was wiederbeleben oder noch eine weitere Madrome-Karte ausspielen. Aber die Frage ist, möchte ich überhaupt Moissac ausspielen?
Hoithak? Donner reicht doch. Oder? Donner will ich mir aber aufheben. Okay. Für Damien. Ah, kann ich eigentlich theoretisch. Möchte ich ein Schiff wiederbeleben? Ah, stimmt, ich könnte auch passen. Für einen Kartenvorteil. Ah, ich überlege gerade aber, ob ich die erste Runde nicht gewinnen will. Aber eigentlich, ich will auch von den Karten nichts opfern. Also, ja, passen. Okay. Highly curious case. Hä? Naja, er muss noch eine Karte ausspielen. Achso, weil du dich hochboostest. Naja, nee, weil ich auch mich hochgeboostet habe. Wir hatten gleich Stärke. Mhm. Er hat mir ein Schiff geklaut. Das ist nicht unbedingt das Schlimmste. So, das kann ich mir wieder sogar zurückklauen, Herr Triss. Wobei, den hätte ich behalten sollen. Stimmt, du tickst ja auch nochmal, wenn du passt. Graymus brauche ich nicht mehr wirklich. Have you nothing better to do? Graymus brauche ich nicht wirklich. Okay, wir haben hier Madroma, haben Schlechter und wir haben Axtwerfer. Jutta gefällt mir noch ganz gut. Ich will eigentlich, ja, entweder will ich halt einen Knut oder einen Priester wiederbeleben. Was auch nicht schlecht ist, weil es gibt mir im Prinzip meinen Priester. So, ich weiß, dass er mir eine Sechser klauen kann, ne? Das heißt, ich kann die Drakoschildkröte mit einem Ding jetzt wiederbeleben, aber ich kann jetzt erstmal Sigdrifas Ritual benutzen und kann mir meinen Olaf wiederholen. Das ist der Olaf. Das ist der Olaf. Er kann ihn natürlich schwächen und klauen. Keine Frage. Aber wenn er ihn schwächt, könnte ich ihn wahrscheinlich weghauen. Shaiki streamt wieder Gwent, kann das sein? Wieso? Gestern hat er gestreamt. Hat er gestern wieder Gwent gestreamt? Kann sein. Okay. Es gibt eine Menge Karten, die würden Olaf jetzt weghauen. Er würde ihn mir klauen, ne? Ich guck mal, ob er heute auch online ist wieder. Gucken wir mal. Wir ziehen natürlich einen Donner. Wir haben immer noch eine Karte mehr und wir haben immer noch unsere Anführerfähigkeit. Damien wird nicht durchkommen. Dafür würde ich sorgen. Nee, heute ist er nicht online. Ach, guck mal, da ist ein Damien. For the Duquesa! For the Duquesa! Man hätte Damien vielleicht sagen sollen, dass man sein Schwert nicht in den Himmel reckt. Das zieht Blitze ab. Ich liebe es. Es gibt nichts Schöneres. Ach, guck mal. Da hat er schon aufgegeben. Nilfgaard, du fragst mich, ob ich Nilfgaard spielen will. Ich liebe Nilfgaard, aber das ist Mist. Ich habe keinen Bock, immer zu verlieren und dann bist du halt scheiße drauf. Aber Nilfgaard ist lustig. Außerdem, okay, komm. Es ist halt eigentlich allgemein bekannt, dass man Damien und so spielt, ne? Also, sind wir mal ehrlich, Nilfgaard ist keine schlechte Fraktion, aber in den letzten beiden Spielen haben beide einen erheblichen Fehler gemacht, dass sie ihren Verteidiger einfach so wegwerfen. In der ersten Runde. Ja, gut. Den hebst du dir genau für solche Karten auf. Aber was hat der Verteidiger ihm in der ersten Runde gebracht? Er hat einen Steffens Gang durchbekommen. Du willst auch eigentlich die erste Runde gewinnen, wenn er jetzt nichts anderes in der ersten Runde hatte. Also ich verstehe es ja, wenn er irgendwas gehabt hätte, was er beschützen möchte. Was jetzt in dem Sinne nicht der Fall wäre. Naja, er hat einen Steffens Gang gehabt, ne? Aber es ist halt gerade Damien ist die wichtige Karte. Ja, ist ja richtig. Aber ich verstehe es auch, wenn er in der ersten Runde den Verteidiger raushaut. Weil im Prinzip, du sagst es immer wieder, Nilfgaard hatte keine starken Karten. Also... Nilfgaard hat einfach kein Tempo, das ist das Problem. Genau, wo willst du dann ansetzen, um die erste Runde zu gewinnen? Weil wenn du die erste Runde mit Nilfgaard nicht gewinnst, bist du auch gefickt. Ja, wenn die Gegner dich wenn die Gegner nicht halt wirklich bluten und du eine kurze Runde gehst, dann ja. Brauchst du halt immer noch deine Anführerfähigkeit. Das ist halt leider wirklich so der Fall. Wir können ja mal selber eine Runde Nilfgaard spielen. Ich muss mir nur welches Deck assimilate. Wir spielen selber mal mit unserem Nilfgaard-Deck eine Runde.
Der Schalke hat echt gestern mal wieder Gwent gestreamt. Ja, 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 ich hab ihn gesehen gestern. Ach, du hast ihn gesehen? Hm, auf der Straße. Jo, Schalke. Naja, nein, ich also hab ihn gesehen. Er hat dich gleich weggekrocht, oder was? Ja, ich gleich. Er kam so mit dicker, fetter Musik. Da hab ich so weggetanzt. Bam, Alter, fix, Alter. Da bin ich weggekrochert. Warum spielen denn heute so viele? Nee, Patience is not a virtue I am known to have. Hast du gesehen, wie der gehauen hat, als ob deine Frau auf den Arsch haut? Ja, naja, vielleicht. Weißt du, warum so viele Leute Nilfgaard spielen? Why? Weil es für viele die lustigste Fraktion ist. Weil Nilfgaard hat diese ganzen Random-Effekte. Und das macht wirklich den meisten Leuten den meisten Spaß zu spielen. Sie ist lustig, keine Frage. Aber wenn ich spielen möchte, möchte ich auch manchmal gewinnen. Schwarmintelligenz gefragt. Wie sind die Karte jetzt umgehauen mit Professor Nerf? Das ist halt die Frage, wie du da vorgespielt hast. Du könntest theoretisch auch die Portal-Variante spielen. Also die Karte hat viel zu viele Win-Conditions an, eigentlich. Welche? Professor? Generell. Also Syndikat ist jetzt durch einen kleinen Nerf nicht wirklich geschwächt, finde ich. Es ist aber auch die komplizierteste. Ich finde Syndikat wirklich tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn es die stärkste Fraktion ist, so wie es letzten Patch der Fall war. Und ich meine, großartig was genervt haben sie ja nicht, ne? Alter. Nee. There is no shame in fear. Nicht buffen, nicht buffen, nicht buffen, nicht buffen, nicht buffen. Wir haben ein Peter-Ziel. Okay. Hättest du auch so oder so als Peter-Ziel wählen können. Jetzt die Frage nur, mit was wir anfangen. Wir haben keine wirklich sehr gute Hand. Oh, eigentlich ist es auch keine schlechte Hand. Zeige mir. Du spielst. Nein, ich spiele nicht zuerst. Ich habe nichts wirklich sehr Tolles, was ich weg. Ich könnte theoretisch auch mein Verteidiger, weil wir haben keinen Damien zu verteidigen. Du brauchst eigentlich ja die Läuterungskarte nicht unbedingt. Die könntest du auch so spielen. Ja, er wird kein Gift spielen und er wird jetzt auch nicht unbedingt irgendwas. Gut, er könnte dich blocken, aber das ist wahrscheinlich kein Deck. Die Läuterung brauche ich vielleicht für seinen Verteidiger, damit ich die noch ran, an die rankomme. Das heißt, ich werde jetzt tatsächlich erstmal meinen Verteidiger ausspielen. Wie gesagt, also ich habe gerade gemeckert, dass die Leute es gemacht haben. Bei uns ist das aber in Ordnung, weil wir haben keinen. Das ist auch ein Mirror-Matchup. Na, wir haben halt auch keinen Steffen und wir haben halt auch keinen Damien. Ne? Also wir haben keine aber Karten. Aber jetzt wird er wahrscheinlich deinen Verteidiger weghauen. Das kann er ja machen. Er wird meinen Verteidiger sowieso reinigen. Sind wir mal ehrlich. Aber sind wir mal ehrlich, es macht jetzt bei Nilfgaard auch nicht so viel aus. Wenn du gegen Nilfgaard spielst. Klaut ihn jetzt mit Adalt 7. Das ist tatsächlich nur ein Adalt 6er. Target acquired. Er hat noch einen. Geh davon aus, er hat noch einen. Ja, das kann er ganz gerne tun. Oder er klaut jetzt. Ja, wenn er klaut, kann ich reinigen und kann mir sein Damien klauen, ne? Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Hätte er noch eine Meuchelmord gehabt tatsächlich jetzt, dann hätte er... er kriegt sie ja sogar nicht weg, weil die hat ja 7 Punkte, ne? Okay, er hat auch keine Rüstung mehr. Das heißt, er macht 4 Punkte gerade. Gut, er Edward, na, wenn du. Nein, er sagt kein Armbrot. No Armbrot. Long live the Emperor! Long may he reign! Long live the Emperor! Long may he reign! Long live the Emperor! Was denn? Ja, es gibt Adai 7. Es ist ein Spaßdeck. Du musst 29 Karten halt spielen, ne? Also darum ist es halt auch ein Spaßdeck. New Orders? No? No? Oh, das ist sogar eine ganz gute Karte zum Klauen. I hate nothing more than a cracky door. Ich
Also es hat das Nilfgaard hat sogar teilweise relativ starke Bronzekarten, aber dadurch, dass du immer so diese cheesy Taktiken spielst mit Viggo und du spielst maximal 3, warum hat er die ausgespielt? Er kann sie nicht anwählen, weil ich den Verteidiger habe. Das heißt, er hat mir jetzt eine Einser-Spionin für Lau gegeben. Everyone has their secrets. Everyone. Okay, wir haben ihn überholt. Minus 1 Point Play. Wir haben gewonnen. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich spiele Durchschussdörte und hoffe, dass er versucht, sie zu klauen oder mit dem Turnierteilnehmer wegzuhauen. Wenn er sie mit dem Turnierteilnehmer weghaut, muss er immer noch eine Karte ausspielen und hat eine Karte weniger auf der Hand. Du bist so ein Fuchs. Da kannst du natürlich auch mit der Anführerfähigkeit klauen, das ist dann nicht so toll. Komm schon, Turnierteilnehmer. Play it. Okay, Triss Telekinese und Turnierteilnehmer. Mist. Möchte ich ihn trotzdem noch ziehen? Das war die sichere Variante. Nein, Triss Telekinese geopfert. Die Frage ist, möchte ich ihn jetzt trotzdem noch ziehen? Ich meine, wir haben für eine kurze Runde noch eigentlich eine relativ gute Hand und wir haben immer noch so Beschwörungskarten. Und ich kann ihn ziehen, weil er muss anfangen. In der längeren Runde weiß ich gar nicht, ob wir... Also die Hand, die wir haben, ist momentan nicht wirklich gut. Ich glaube, ich ziehe ihn sogar. Auch wenn ich halt nie einen Kartenvorteil rausholen werde. Aber es ist mir egal. Wind Trading confirmed. Ja, es ist sowieso... Auch was mit dieser Pro-Szene wieder abgegangen ist, mit dem einen Video von dem Russen. Und alle haben da gehatet. Es ist... Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass viele russische Spieler so ein bisschen... What do you need me to do? Haben wir irgendwas? Ne, wir haben nichts. Ne? Ich hab Russisch oder Polnisch? Ich möchte eigentlich auch ganz gerne Russisch. Ich möchte auch eigentlich ganz gerne Russisch. Ich überlege gerade, ob ich die... Wobei ein Meuchelmord würde mir helfen. Es ist kein RNG, wenn du es callst. Doch, auch dann. Erzähl bitte, was sind russische Spiele? Nein, es gab halt, ich weiß nicht, für die Leute, die es mitbekommen haben, es gab einen russischen Spieler, der hat ein Video gemacht, das angeblich die Pro-Spieler-Szene in Gwent alle wintradet und Co. Und das Video war... Er hatte schon recht, aber es gab eine Erklärung für das, was da passiert ist. Ne? Das war halt alles noch zur einer Beta-Zeit und die haben nicht wirklich gewinntradet, sondern die haben auch nur gesagt, dass sie halt gegeneinander teilen, weil sie nicht gegeneinander spielen wollen. Na, weil du in der Beta noch gar nicht so viele Gegner hattest. Hol ich mir den Rekruten, der mir 6 Punkte bringt, oder die Informantin? Was kannst du denn mit einer Informantin den Dings? Den holen, ne? Ja, dann nimm den. Ich weiß nicht, ob der mir so viel bringt, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch spielen will. Ich nehme, glaube ich, lieber die direkten Points. Oh, okay. 152, 154. Ich glaube, ich nehme lieber wirklich die direkten Points. Ich kann auch jederzeit für einen Kartenvorteil passen, ne? Highly curious case. Scrubbing Duty again? Oh Gott. Möchte ich jetzt für einen Kartenvorteil passen? Eigentlich mit einer relativ guten Hand so. Ich denke, ich werde passen. Er muss noch eine Karte ausspielen. Er hat einen Kartennachteil. Moin, Sergex. Sergex, du wirst jetzt übrigens auch angezeigt. Du hast die meisten Gifts gemacht. Man sieht jetzt im Stream-Chat, wer die meisten Gifts gemacht hat und wer die höchste Bitspende gemacht hat. Ach, guck mal. Ich hab grad verstanden, die höchste Bitch-Spende. Wir sind Mahakam-Experte. Was ist denn heute los, Alter? Ich sag dazu nichts. Ich
Spiele 30 Einheitenkarten aus. Okay. Haben wir denn schon im Belohnungsbuch... Nein, wir haben noch nicht die Soldaten voll, ne? Wir haben erst 24 Soldaten ausgespielt. Okay. Zwerge werden wir auch irgendwann spielen, aber da will ich erst diese beiden Knotenpunkte haben. Wann kommt das für Android? Gestern ist das schon rausgekommen. Für Android, nein. Für iOS ist es gestern rausgekommen. Keine Ahnung, wann. Anfang des nächsten Jahres leider erst. Wir haben da keine Info zu, keine deutliche. Gewinne 100 klassische Partien während der Season von Mahakam? Hä? Wie hast du das geschafft? Wahrscheinlich, warte, Moment, wir sind im Oktober, oder? Also die, die November-Season. Da war doch schon Homecoming. Wir haben doch schon letztes Jahr damit gespielt. Mit der Mahakam. Mit der Mahakam, ja. Wir haben doch Mahakam, warte, guck, wenn wir hier Erfolge nachgucken. Also wurde das einfach weitergeführt. Rangliste. Ja, natürlich, warum auch nicht? Zum Kotzen, wenn Season. Die Apple-Besitzer bevorzugt. Ich glaube nicht, dass das was mit bevorzugt oder so zu tun hat. Das liegt einfach an dem Coding, weil ja. iOS ist nur für Apple-Geräte und Samsung haben mehrere Geräte. Und es ist leichter für Entwickler... Es ist leichter für Entwickler auf oder für iOS zu programmieren und dann auf Android umzuleiten. Ne? Das ist immer so gewesen. Das hat nichts damit zu tun, dass es... Das ist auch immer der Grund, warum es auf Apple zuerst kommt. Season des Wolfs, guck mal, Season des Wolfs haben wir auch schon hier fast die 150 Spiele, ne? Der Season der Liebe fehlt uns auch noch. Season des Bären. Der Wipehunt Season, Schlangenbeschwörer. Wer will, ganz ehrlich, wer will Schlangenbeschwörer, ne? Wir haben schwarze Mamba. Was wollen wir mit Schlangenbeschwörer? Das stimmt schon. Wo ist ein Season der... Season des Greifen, Greifen Season, Drakonoiden Season... Dryaden-Season, Dryade, Katze. Katze haben wir letzte Season auch relativ wenig gespielt, ne? Hier, Season von Mahakam. Die 100er haben wir jetzt. 150 gibt's wieder den Titel. Wann haben wir denn die hier bekommen? 12.11.2018. Das ist schon ein Jahr her. Stimmt, die Kamera ist unten, Philipp. Was, wo? Na, auf OBS. Ach so. Das ist nicht wieder hochgestellt. Nee, das ist jetzt normal da so. Also für die Leute, die sich wundern, ich mach mal noch eine Runde Skelliger. Für die sich wundern, denn die haben die Anzeige umgestellt. Das werdet ihr gleich im Spiel sehen, wenn ihr Gegner eine Karte ausspielt. Der Ort, wo die Karte mal angezeigt wurde, den verdecken wir jetzt halt. Jetzt müssen wir gegen einen Pro-Spieler spielen. Ist das das Gord-Deck? Ist das Gord-Deck? Okay. Wir müssen nicht anfangen. Ich lege erstmal eine von denen ab. Und ich lege, glaube ich, auch einen schlechter... Nee, ich glaube, ich lege noch weitere Schreckensmarode Piraten an. Hier, guck, wenn der Gegner jetzt eine Karte ausspielt, dann kommt die immer hier. Und hier war früher halt die Facecam. Das ist das Problem. Das heißt, ich habe die Facecam jetzt umgeschoben, weil ansonsten hätten wir das alles wieder verborgen. Und das wollte ich halt nicht. You've nowhere to run, but I dare you to try. Ob man True besser auf die Boobs linsen kann. Also früher wurden die Karten halt immer hier angezeigt, aber jetzt werden die hier oben rechts angezeigt. Auch wegen iOS und so, und deswegen habe ich das halt umgestellt, ne? Lady Esni won't let us talk to strangers. Musste ich kurz drehen, weil hinter dir Schub ist. Geht gar nicht, die kann sich nicht drehen. Ich bin hier mal so eng verbaut. I suck and sacrifice. Habt ihr schon, ich habe schon auf iOS gespielt. Ich auch. Oh, ich habe so auf Smartphone gespielt. Und es war halt relativ anstrengend, weil der Bildschirm so klein ist. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin kein Typ Mensch, der viel auf dem Handy spielt.
Auf meiner Uhr game ich einfach Gwent. Ich glaube, die Uhr ist da noch kleiner als sonst. Ja. What do you say we fight on my level, eh? Ja, von mir aus, gib mir die Points. Okay. So. Steuerballons! Muss halt eigentlich unbedingt die erste Runde gewinnen, ne? Kapitulation, ne, da heul ich nichts davon. Aua! Ist jetzt schon ein bisschen böse. Ha, das würde nicht wirklich sehr viele Punkte wegnehmen. Ich glaube, ich gebe mal lieber auf den groben Zwerg. Der wird jetzt halt höchstwahrscheinlich sterben, aber ist mir sogar tatsächlich egal. Der eine Priester. Okay, er passt. Wie viele Punkte kriege ich? Ich setze hier die um 9 zurück, plus 5, das sind insgesamt 14 Punkte, das reicht aus. Er schießt zwar noch einmal, aber ich buff mich sogar noch zweimal hoch. Sharks won't go hungry today. Sharks won't go hungry. Hast du gesehen, wie der jetzt schnell schießen kann? Mhm. Davor war das immer so. Jetzt ist dann natürlich die Frage, ob ich gegen ihn ziehen will oder nicht. Ah. Er hat eigentlich auch schon ein ganz gutes Deck für eine kurze Runde. Ja, aber an sich ist er in einer langen Runde, glaube ich, ein Stück weit besser. Dieser Morg ist krass. Naja, gut, der Morg ist im Prinzip wie ein Bloody Baron einfach nur. Ja. Das ist halt wieder eine weitere Zurücksetzkarte. The goddess protect you from all evil. Hat mir heute eine 16er lebende Rüstung weggeschossen. Ja, okay, da ist es halt nochmal ein besonderer Punkt. Aber lebende Rüstung ist halt. Ja. Morg hat besseres Kombo-Potenzial als der Baron. Aber Baron. Natürlich hat Morg Potenzial, weil er schon allein mit vielen Karten aus der Fraktion fungiert. Also mit Dagur, mit den Zweihändern. Aber das ist genau das, was man halt eigentlich haben möchte. I can help you if you wish. Bow before modern Freya. Fill our hearts with wrath. Fill our hearts with war. I must re-examine the manuscripts. Ich überlege, ob ich jetzt sogar passen soll. Wir würden mindestens noch zweimal auslösen. Das heißt, wir würden mindestens auf 20 Punkte würden wir kommen. Das heißt, der müsste mit seiner Karte in der nächsten Runde eigentlich mehr Punkte erzielen, ne? Aber wir müssen, ich muss halt auch noch nicht passen. Einmal mal drum, geht noch. Ah, Mist, ich hätte passen sollen. Ich hätte wirklich passen sollen. Er kann sofort dich vergiften. Mit seiner Anführerfähigkeit. Hau rein, Winston Smiths. Ich hätte passen sollen. Alter. Jo. Jetzt geht das wieder los. Ruf des Waldes. Ach ne, er verschiebt sogar nur. Vielen Dank für die ganzen verschenkten Abos. Vielen Dank, Serjax. My lords, to your banners. Jetzt geht das die ganze Zeit so weiter. Okay, er muss mit seiner nächsten Karte 10, er muss mit seiner nächsten Karte 11 Punkte machen.
Das wird er vielleicht sogar nur mit der Anführerfähigkeit schaffen. Hä? Drauk hat aber wieder einen Lauf, du. Ja, Drauk hat einen richtigen Lauf. Komm, gib uns doch mal einen Drauk. Jetzt kommt der Bloody Baron am Ende. Nein. Okay, große Eiche spielt aus. Eiche ist raus. Also hier, Support ist da, ne? Wenn man sich mal anguckt, wer so der erste Supporter ist schlechthin. Ja, er hat schon ein ordentliches Paket. So, was will ich nicht haben? Ich weiß nicht, ob ich einen Donner unbedingt brauche, weil ich glaube, die Karten, die ich Donner muss, sind eigentlich schon raus. Ich leg mal noch einen Schlechter ab. Olaf gefällt mir natürlich relativ gut. Der hier ist Olaf. Ich hätte furchtbar gerne eigentlich noch einen Knut. Knut ist somit die wichtigere Karte eigentlich, die ich noch kriegen kann. Möchte ich einen Donner ablegen? Brauche ich einen Donner? Ich muss gerade überlegen, was spielt ein Gore-Dex immer noch so? Ich glaube, ich lege sogar einen Donner ab. Okay, wir haben ihn. Ich will meinen Donner wieder haben. Ich will meinen Donner wieder haben. Donner ist nicht. Den kann er halt verbannen, er hat eine Hitzewelle. Oder eine Giftkarte. Ist aber auch nicht das Schlimme. Die will ich reinigen. Wann kommt wieder ein Podcast? Ich weiß nicht, ob wir diese Woche, dieses Wochenende zum Aufnehmen von einem Podcast kommen. Also letztes Wochenende war ich ja leider krank. Dieses Wochenende ist allerdings eine Menge los. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich erst wieder nächste Woche dazu, einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß auch nicht, ob es morgen einen Stream geben wird, weil ich noch ein paar Sachen aufnehmen will für die Anfänger und da brauche ich halt auch Hilfe. Und da Jule morgen sowieso nicht kann, ist es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, wenn ich das mache, wenn sie nicht da ist. Vielleicht musst du sowieso bald alles ohne mich machen. Sag das nicht so. Leichtfertig. Du weißt, dass es nicht stimmt. Leichtfertig? So leichtfertig ist das nicht, aber ich werde es wahrscheinlich dann einfach nicht mehr schaffen. Das Gute ist halt sogar, dass wir, also die jetzt einen Sub bekommen haben, ich hoffe, das wird wenigstens bald bestätigt, weil wir warten schon ewig drauf, aber wir haben neue Sub-Emotes, die Twitch noch bestätigen muss. Okay. Jetzt müssen wir die Hand noch abtrennen, was? Er hat sowieso noch eine Hitzewelle, ne? Er hat sowieso noch eine Hitzewelle. Kann halt nichts dafür, Real Life geht halt leider vor. Vor Stream. Leider. Nein, nein, ich hab's doch nicht verdrängt, aber die Hand wollte ich ja nicht abschneiden, die wollte ja jemand anderes abschneiden. Was mit Jule los? Jule muss, Wir machen das nochmal, alles ja, ganz in Ruhe. Ich muss erstmal bis Samstag abwarten, aber ich krieg wahrscheinlich einen anderen Arbeitsvertrag und es wird halt alles stressiger für mich und dann wird das wahrscheinlich eher nichts mehr mit dem Stream bei mir. Kurzfassung. Okay, er holt eine Liebkosung der Dryade raus. Ich glaube, seine letzten beiden Karten in der Hand sind vielleicht sogar noch eine Hitzewelle und ein Harald Gord. Das ist der Harald Gord. Mein Drom ist perfekt. Okay, wenn der letzte Karte eine Hitzewelle ist, haut er uns 14 Punkte weg. Das ist nur ein Sandsturm. Dann hat er... Okay, hat schon aufgegeben. Ah, das Gore-Dex ist immer noch relativ lustig, aber...
von den Punkten her leider nicht so gut, dass es mit anderen Decks teilweise mithalten kann, ne? Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass es wirklich halt so gute Decks gibt, also so starke Decks, wie zum Beispiel auch Zwerge. Da kommst du mit manchen Spaßdecks nicht hinterher, ne? Also okay. Zwerge sind wirklich schon eine absolute teilweise Macht. Zwerge ist Macht. Wenn du da keine Antwort gegen dem Deck hast, ja. Dann hast du ein sehr, sehr großes Zwergenproblem, möchte ich fast sagen. Ein sehr großes Zwergenproblem. Das ist lustig. Wieso, weil Zwerge klein sind, ist das Problem groß? Ja. Ich mag Skellig irgendwie jetzt in letzter Zeit immer mehr. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt dieses Selbstschädigungsspiel. Haut gut rein irgendwie. Na, was heißt gut rein? Und Skellig ist, es ist... Also ich finde tatsächlich, von den Fraktionen her ist Skellig immer noch, glaube ich, über Nilfgaard. Das aber unter Nördlichen, unter Squared Helm, unter Syndikat und unter... Ich würde es mit Monstern gleichsetzen. Vielleicht sogar einen Ticken besser als Monster? Ich würde sagen, besser als Monster. Nee, ich weiß nicht. Monster sind ziemlich gut. Ich meine, du hast das Todeswunsch-Deck gespielt. Das ist sehr anfällig gegen einige gewisse Sachen. Ne? Ja, gut. Aber das Todeswunsch-Deck ist auch relativ stark. Also ich würde sogar das und Todeswunsch auf fast gleich Niveau. Beide haben halt unterschiedliche Angriffspunkte. Aber beide haben Angriffspunkte, ne? Die Russen sind doch im Stream. Die Russen kommen. Kiese, wie findest du übrigens die Aktion? Also das würde mich mal interessieren, weil du bist der Russe. Wie fandest du die ganze Sache um Proneo? Ohne groß drum Staub zu machen. Weil das, was ich immer höre, ist, dass die Russen alle für Proneo sind und alle, die halt in Westeuropa leben, sind gegen Proneo. Was ich eigentlich auch für absoluten Schwachsinn halte, aber ja. Das war sowieso ein sehr großes Drama. Was war da? Ach, da war nichts Besonderes, Terjax. Ja, es ist ja. Ich finde sowieso dieses Pro-Ladder-System. Ja, also ganz kurz um die Sache: Proneo wurde gebannt wegen Windtrading. Nicht wegen Bug-Abuse. Also Bug Abuse ist sowieso, ich habe auch schon Leute auf Poletter gesehen, jeder hat einen Bug Abuse gemacht, ne? Ja, ich würde sagen, das ist jetzt die Sache, nicht so. Die Sache, warum Proneo damals gebannt wurde, war, weil er halt an einem Abend sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Und es gab Leute, die haben das halt aufgezeichnet, dass Proneo halt oder dass Leute extra gegen ihn gepasst haben, damit er halt die Punkte kriegt, ne? Und deswegen wurde er gebannt, weil es ging in dieser Season, wo er so halt hochgespielt hat, wo das alles passiert sein soll, ging es halt um einen Platz im Gwent-Weltmeisterschaftsturnier. Ist der Ukrainer gewesen? Der ist Ukrainer, ja. Und warum sollen dann die Russen für ihn sein? Ukraine gehört doch zu Russland. Nein! Oh. Du verstehst den Witz nicht. Doch, verstehe ich, aber das ist so... Weißt du, ich habe halt angeheiratete Familie aus Ukraine. Ich weiß, und die haben darunter ordentlich zu leiden. Ich finde das nicht so lustig. Ach, stell dir vor. Phil, ist dein Ernst? Ach, als ob es mein Ernst ist. Nein, aber die Ukraine hatte ja damals Probleme mit Russland, ne? Warum die halt zu ihm halten, wahrscheinlich weiß auch eher so Ost... Ich weiß es nicht, warum die Russen zu Proneo halten. Vielleicht, weil er auch aus dem osteuropäischen Raum kommt, aber ja. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Die Russen und Ukraine hassen sich, ach nee. Aber wie gesagt, also die Russen sind teilweise für Proneo gewesen, auch wenn er aus der Ukraine kommt. Also wie gesagt, ich glaube, wenn du mehr in dieser Pro-Szene drin steckst, wenn es da wirklich was um dich geht, dann ist das halt ein größeres Thema für dich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich keinen Bock auf Drama. Ich habe mir dieses Drama mit Proneo gar nicht so ganz angeguckt. Es kam mal wieder immer so ein bisschen zum Gespräch. Aber was da mit Proneo passiert, ich fand es halt nur schade, dass das Ding halt wirklich so Ausmaße genommen hat, ne? Weil es ist immer noch so, wenn du Wind tradest, gibt es halt immer noch so diese Sprüche mit Proneo und ich glaube, die werden auch eine ganze Zeit nicht weggehen. Wir sollten uns lieber auf JJ Passack kontrollieren, fokussieren. Kennst du noch JJ Passack? Das fand ich auch lustig, da habe ich letztens einen Tweet gelesen. JJ Passack, warte mal.
bestimmt schon verdrängt. Also ich glaube, das hat so, dass die als Community zusammenzählen, ne? Also ich muss mal ganz kurz einen Tweet suchen. Das könnte einige von euch interessieren. Wir spielen auch gleich weiter. Ich weiß, wir haben machen sowieso immer so kurze Streams und dann so ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Es gab nämlich ein. Wo war der Tweet denn nochmal? Den müsste ich jetzt erstmal wieder raussuchen. Müsste auch erstmal gucken, wie der. Moment, warte. Darum funktioniert das nicht, ne? Darum funktioniert der Tweet. Was ist eigentlich mit Swim? Der spielt doch gar kein Gwent mehr. Swim hat auch schon aufgehört, ja, also der hat schon länger. Swim hat halt damals aufgehört, als Artefakt kam. Und er ist dann halt zu Artefakt drüber gegangen und ja, hat halt Gwent den Rücken sozusagen gekehrt. Kam aber immer mal wieder so ein bisschen wieder, um Gwent auszuprobieren, aber so größtenteils von Gwent ist er weg. Okay, warte, ich hab den, wo ist der Tweet? Okay. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, aber Rezatz, der war früher mal ein Mitglied von CD Projekt Red, ne? Der hat uns auch den Midwinter-Patch beschert. Also der war das so ein bisschen, der dieses RNG in Gwent reinbringen wollte. Ist mittlerweile Game Director von Hearthstone. Welch Ironie. Der war halt damals, also dieser Rethas, der hat auch diese ganze Angelegenheit mit JJ Passack, weil Passack hat ihn beleidigt, dafür wurde er gebannt. JJ Passack ist so die Legende, weil der war der erste gebannte Gwent-Spieler, den es jemals gab. Ach, der, ja. Und der hat sich halt mit dem sehr angelegt, weil der halt mit vielem nicht zufrieden war. Und anscheinend ist der, Dev sozusagen, der das alles gemacht hat, jetzt bei Hearthstone. Und designed für Hearthstone. Vielleicht, weil es ihm mit Gwent nicht so wirklich toll gefallen hat. Vielleicht, weil das Spiel in eine Richtung gegangen ist, die er nicht wollte. Aber der war der, der halt diese ganzen Erschaffen-Mechaniken im Midwinter-Patch reingebracht hat. Und viele, sehr viele Gwent-Spieler mögen dieses Kreieren einfach nicht. Weil Gwent sollte immer so ein bisschen RNG-frei sein, ne? Die Mechaniken, die wir mittlerweile drin haben, sind nicht wirklich sehr schlimm. Ja, ja, der hat in Afrika, den Radovid Afrika Insider auch verursacht. Swim macht gar keinen. Okay, ja, stimmt. Jetzt spielt mittlerweile Swim Dota Underlords, das ist auch interessant. Also, wie gesagt, ich weiß, dass er halt gewechselt ist zu Artifact, weil Dota ihm da irgendwie abgeworben hat. Und dann habe ich, glaube ich, noch so mitbekommen, dass es auch irgendwie hieß, er hätte einen Vertrag mit den Machern halt von dem Dota. Also mit Valve, und jetzt ist der, glaube ich, an diese ganzen Valve-Spiele gebunden oder so, oder er spielt sie noch. Der hat da auf jeden Fall irgendwas ausgehandelt da, ich weiß aber auch nicht genau was. Hi, Lampenzauber. Hallo. Runde 1, die möchte ich nicht haben. Und ich brauche auch kein Wiederbeleben. Was habe ich gerade gesagt? Jo, ne? Das ist blöd gelaufen. Jo, nee, dann machen wir, Versuch's am besten mit Krocher. Mega Mogwai hat aber, ja, ich weiß, also viele haben damals aufgehört, ne? Es gibt ja auch hier, ja, wer nicht noch. Es gibt sehr viele, die halt damals aufgehört haben. Hätte ich dich nicht, hätte ich auch schon aufgehört. Hätte ich dich nicht, hätte ich auch schon aufgehört. Echt? Vielleicht höre ich ja auch auf, wenn du gehst. Vielleicht ist das das Ende von Carfu. Bam, bam, bam. Mach mal nicht den Teufel an die Wand. was man in Northern Realms gegen Syndikat machen kann? Bossodi rauslocken. Oh no. Oh no. Jetzt machen wir komplett panisch. Ja. Watchflake zockt auch kein Gwent mehr. Ja, die Moderatoren.
sind teilweise immer noch so, dass sie halt auch sehr wenig Gwent spielen, ne? Vielen Dank, Tekton, für den Twitch-Follow. Also die Moderatoren sind teilweise, dass sie selber nicht so viel spielen, aber musst du vielleicht auch gar nicht als Moderator. Also ich glaube auch, Jagobus spielt auch Gwent, aber sie hat auch mal eine Zeit lang so gut wie gar nicht gespielt, ne? Tja. Vielleicht wird ja Philipp auch irgendwann vom Real Life eingeholt. Bow, Barbarian. Bow low. Ping. Die streamt, ja, die streamt zurzeit wieder, aber sie hat auch mal eine Zeit lang nicht gespielt, ne? Das ist halt so. Also nur weil es Caster sind, heißt es jetzt nicht, dass sie auch täglich Gwent spielen müssen. Ich habe keine gute Hand mehr. Wie lange gibt's Gwent noch? Was denkt Phil? Und ja, das kann man so genau gar nicht sagen. Also, die Frage ist jetzt halt, wie diese Mobile Releases einschlagen, ne? Richtig. Ich glaube, es gab jemanden, der hat geguckt, wie viele aktive Spieler es gibt in der Ranked Season. Und das hat sich so von 60.000 bis 70.000 immer so gehabt, ne? Also die Frage ist, ob jetzt mehr dazukommen. Es gibt auf jeden Fall 70.000 aktive Gwent-Spieler. Das ist nicht sonderlich viel. In der Ranglisten-Season. Es gibt vielleicht auch Leute, die spielen gar nicht Rangliste oder so. Aber es ist trotzdem nicht sonderlich viel. Es ist leider nicht sehr, sehr, sehr viel. All these signs can mean but one thing. Naja, für ein Spiel ist 70.000 eigentlich nichts, ne? Nee. Wenn man sich überlegt, World of Warcraft hatte damals zu seinem Peak. Wie viel hatten die damals zu ihrem Peak? 12 Millionen Spieler. Dagegen ist halt 70.000 nichts, ne? Naja, man muss ja auch sehen, wo ist Gwent überall jetzt erhältlich? PC, weltweit? Konsole. Nee, ich finde sogar, also ich finde es ganz toll, dass sie natürlich Gwent auf Konsole gemacht hatten, aber ich hätte mir tatsächlich, glaube ich, eher gewünscht, dass sie Gwent wesentlich früher aufs Handy bringen. Weil ich glaube, Kartenspiele, die musst du auf dem Handy spielen. Das wahrscheinlich wäre es besser gewesen, zuerst aufs Handy und dann auf Konsole oder PC. Tatsächlich. Ich glaube, PC und dann Handy. Aber ich, also mit der Konsolenfassung, ich weiß, es gibt viele, die spielen halt nur auf Konsole und es tut mir dann auch für die leid, aber ich glaube, wenn sie es früher auf dem Handy gebracht hätten, hätten die wenigstens da eine Chance, weil Konsole frisst so viel Zeit und du kannst halt nicht alles machen auf Konsole wie auf den PC, weil du bist bei Konsole immer noch so ein bisschen an Microsoft und bei Sony am Lutschen, dass du halt auch die Accounts auf Handys übertragen kannst, ne? Das macht so viele Probleme. Ich glaube, hätten sie früher angefangen mit PC und hätten sich dann wirklich auf Mobile, also auf Handy und Tablet erstmal konzentriert, wäre das wesentlich besser für sie gelaufen. Ich guck mal, ob ich vielleicht ein Ranking für Gwent finde. Also jetzt derzeit auf Dings. Also es wird auf alle Fälle von iOS geworben, das kann ich sagen. Du findest es nämlich instant auf, was wir gerade spielen. Es wird wahrscheinlich noch nicht in den beliebtesten Spielen mit bei sein. Neue Apple Arcade Games? Nee. Unsere neuen Lieblingsspiele? Da ist Gwent leider auch noch nicht drin. Oh, aber in den Charts bei Gratis-Spielen ist Gwent auf Platz 12. Ah, hast du es bewertet? Nö. Bewert's. Warum hast du es nicht bewertet? Ich habe es automatisch runterladen lassen. Bewerten. Bei Kartenspielen ist es derzeit auf Platz 1. Ja, ich weiß, russische Community hat Pony unterstützt. Darum hat der eine Russe ja auch nochmal so ein Video drüber gemacht. Außerdem geht es nicht nach den Bewertungen, sondern nach den Downloads. Ah, ich habe auch bis jetzt noch keine großartige Werbung dafür gesehen, ne? Das ist halt schade. So, das Marketing-Team ist, glaube ich, auch gerade nicht so strong.
Die haben halt andere Sachen gerade zu tun. Naja, die promoten halt andere Spiele teilweise mehr gerade. Aber ich finde dafür, dass es halt gestern erst rausgekommen ist und in den kostenlosen Charts schon Platz 12 ist, ist es nicht schlecht. There is no shame in fear. There is no shame in fear. Es ist so behindert, also sorry. Du gibst Gwent ein und als Suchvorschlag kommt Yu-Gi-Oh! Als erstes. Ich hab der Elder Scrolls auch mal gespielt, aber ich fand es halt. Ich fand es halt leider nicht so toll. Also bei der Elder Scrolls hatte ich tatsächlich zu bemängeln, dass es vom Gameplay her irgendwie für mich nicht zusagend war. Okay, hat echt noch eine weitere verstärkte Treewalker. As you wish, my lady. Ich glaube, ich werde ihm den sogar schon klauen. What is truth if not an illusion? Just a peek. That is all I need. Wow. Also Gwent ist sogar über Uno und Phase 10. In den Karten spielen. Das heißt? Na, Hearthstone ist derzeit auf Platz 30. Und Phase 10 ist auf Platz 2. Ich glaube, Hearthstone verliert aber auch immer und immer mehr Spieler, ne? Gut, ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Zeitraum die Downloads erfolgt sein müssen, damit es aufgezählt wird. Temeria. That's what matters. Ohne Anna. Hat er gleichzeitig auch noch einen Sergeant zum Boosten? Das ist unglaublich. Weißt du, er zieht eine Anna und einen Sergeant zum Boosten. Okay. Meinst du, ich sollte mir was aus seinem Deck klauen? Das Beste, was ich ziehen könnte, wäre vielleicht sogar ein Würden. Vincent. Der ist gar nicht mal so verkehrt. Der ist sogar ziemlich gut. Might not like me, but you sure as shit need me. Es gibt zu viel Hate für Gwent. Tja. Weiß ich gar nicht, ob es zu viel Hate für Gwent gibt. Ich auch nicht. Also ich kenne mich jetzt in der Szene nicht so gut aus bei Online-Kartenspielen. Hat er uns ein paar von seinen Karten genommen. Kann ich nicht irgendwas aus meinem Friedhof für... Ah, ich hab nichts Tolles zum Wiederbeleben, ne? My prescription, a bit of bloodletting. Also bis jetzt sieht es doch ganz gut aus, aber bis jetzt haben wir auch wirklich nicht mehr so viele Antwortmöglichkeiten. Gab es nicht ein Kartenspiel mit Herr der Ringe-Thematik? Ich gar nicht. Es gab mal ein Herr der Ringe-Kartenspiel, aber das war, glaube ich, nicht online. Und das ist auch nicht so gut angekommen. The traitors will pay for what they did. Es gibt fast von allem ein Kartenspiel. Es gibt sogar von My Little Pony ein Kartenspiel. Ja, das sieht doch. My Little Pony war eine verdammt gute Serie. Was denn? Es war schon irgendwie unterhaltsam. Doubt I'll ever pay off these school loans. Natürlich schießt er genau den an, ne? Und ich fand auch My Little Pony. How can I help? War halt auch wieder so mit Humor, was nicht zwangsläufig für Kinder bestimmt war.
Your attention, please. I shall now speak. Oh mein Gott, Sergei hat ganz alte Videos ausgegraben. Oh Gott. Die sollten wir mal runternehmen. Oh, Whiskey hat es nicht gut. Die Sache ist halt, wenn er einen Bloody Baron hat, habe ich schon ein erhebliches Problem, weil der kann ja meine Assimilieren-Karte zurücksetzen auf 0, ne? Und Turnierscheinbar ist momentan auch nicht wirklich toll. Wir haben schon lange keine Vlogs mehr gemacht. Wir kriegen auch keine guten Karten. I pass on every tenth round. Das ist halt jetzt das Problem in einer langen Runde. Nilfgaard ist halt momentan einfach. Wir sollten den Turnier schon mal wieder runterkicken. Ja, das ist halt das Problem, was Dingens ein bisschen hat. Na, jetzt kann er sogar noch weiter Aufladung geben. Du kommst in der langen Runde nicht gegen die nördlichen Armen mit Nilfgaard. Das ist eine Spitze wirklich Hardcore-Kontrolle. Du kannst aber keine Hardcore-Kontrolle mehr spielen. Ich meine, mit Nilfgaard ist es halt noch möglich mit den ganzen Loks und so. Problem ist aber, wenn du so ein Deck spielst und da nicht gegen nördliche antrittst. Ist halt auch irgendwie. Ich guck mal, ob ich überhaupt einen Verteidiger kriege. Nein, ich kriege einen Verteidiger. Ah, das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollten wir mal wieder ins Tierheim gehen. Das hat gefunden, das ist PvE mit Korb für knallharte 99. Northern Realms sind auch keine Hardcore-Kontrolle. Das ist immer noch dieses, okay, die können uns zwar wegschießen, aber wenn du die aufhältst in dem, was wir am Anfang relativ gut geschafft haben, dann ja. Ah, kann ich abbrechen. Der bringt uns gerade mal 8 Punkte. Und das wird auch nicht ausreichen. Ja, Nilfgaard ist irgendwie... Weiß nicht, ich war aber auch nie so der große Nilfgaard-Fan, ne? Ich, ja. Aber ich glaube, Turnier Gluma kommt man raus. Weil wir jetzt nicht mehr so oft so viel Mirror-Matches treffen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie auch... Ich krieg mal wieder eine Runde Priester-Swarm. Und dann möchte ich nochmal blaue Streifen. Radovid Afrika, da ist es. Ja, das ist halt genau dasselbe Deck, wie er gespielt hat. Ja. Engine Overload. Ich spiele mal eine Runde Priester. Das heißt übrigens alte Videos. Spiel mal Syndikat. Mach ich doch jetzt. Ach, guck mal. Spielen gegen auch Crazy. War der nicht eben noch im Chat? Ach, Kacke. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Jetzt muss er wohl leider abhauen. Er kann auch stumm schalten und wegklicken. Jetzt weiß er aber, was wir spielen. Jetzt hat er einen unglaublichen Vorteil. Der Banause. Idle hands are evil's playthings. Idle hands are evil playthings. Ich spiele Bank gerade, weil sie gebufft wurde und ich möchte sie ausprobieren. Bank ist nicht wirklich gut. Aber die ist okay. Das ist halt, man guckt sich die obersten 4 Karten von seinem Deck an, darf eine davon ausspielen. Und wenn man wirklich die oberste Karte nimmt, dann kriegt man sogar noch ein paar Münzen dazu. Also es ist eine Karte, die ist mittlerweile in Ordnung. Der Vorteil, den Bank hat gegenüber Fürstlichem Malas, ist, dass ich auch Artefakte rausholen kann.
Und da dieses Deck halt zwei wichtige Artefakte spielt, ist es vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Gut, jetzt habe ich die gerade auf der Hand, ne? Ah, ich möchte eigentlich ungern meine Portalkarte ausspielen. Ich mach's trotzdem. Ach, Bank sieht man jetzt auch bei anderen Streamern sehr häufig. Ja, wahrscheinlich, weil sie gebufft wurde. Und wie Philipp schon meinte, ist jetzt nicht wirklich schlecht. Ja, also es ist halt eine ganz gute Karte mittlerweile, ne? Ach, vor allem bei vier Karten wird doch sicherlich irgendwas mit bei sein. Okay, haut sogar die weg. Aber die ist mir eigentlich relativ egal. Rollen. Wie alt sind wir? 27 und 26. Nein, ich bin 21. Du bist 26. 21. Du bist 26. 21. Nein, bist du nicht. Doch. Warum bist du 21? Your blood smells. Weil die Leute mir das glauben würden. Okay. Jule ist immer 21, genau. Richtig. Möchte ich einen Adriano oder möchte ich einen grässlichen Mutantenhund? Ich glaube, ich nehme sogar den Mutantenhund. Auch wenn er den angreifen kann. Adriano wäre aber mit den beiden Priestern, glaube ich, besser gewesen. Siehst du? Ich würde es glauben. Siehst du? Jule ist nicht gealtert. Nur weil die Leute daran glauben, heißt das nicht, dass es die Wahrheit entspricht. Das Thema hatten wir heute schon. Die Erde ist auch nicht flach. Na und? Wenn ich im Internet sage, dass ich 21 bin, dann ist das so. Du siehst wie eine 21-Jährige aus, Jule. Wie alt sehe ich aus? Ich sehe aber auch nicht aus wie 27, gib's zu. Klar ist die Erde flach. Schon mal Fotos aus dem Weltall gesehen? Das ist voll fies. Was denn? Du siehst aus wie 48, Phil. Darum habe ich auch eine 21-Jährige neben mir. Da stehe ich total drauf. Nur, dass diese 21-Jährige hier nie was von dir will. Das ist bei manchen Frauen auch egal. Überraschungsex. Du musst nur brüllen, ja. Wenn du aus dem Busch springst. Kannst mir mal den Chlorophyll-Lappen geben? Chloroform! Ich weiß. Meine Güte. Das hatten wir doch schon vor 5 Jahren, das Thema. Muss ich jetzt tatsächlich noch meine Flamme opfern? Deine Flamme. Ah, muss ich, glaube ich, tun. You, yes, you, have you made your offering? You, yes, you, have you made your offering? Ist unfair, ich kann die Blutung nicht entfernen. Mit Pflanzen kann man auch, ich weiß, dass man Pflanzen betäuben kann. Hilfe. Jule wählt schon 112, jetzt wird's ernst. Donations beget greater blessings. Das gute alte Nudolz, da gibt es keine Verwirrung. Wir haben ja auch sogar, glaube ich, gesehen, was wir ziehen, ne? Die Bank ändert die Karten nicht. Jule ist doch deine Flamme, was?
Wie kommen eigentlich immer alle darauf? Nicht Opfer. Nein, Jule ist nicht meine Flamme. Weil Jule brennt nicht so hell. Oh doch. Jule wird richtig brennen. In der Hölle. Was ich lieb, das neckt sich. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir müssen leider mal die komplette Anführerfähigkeit in der ersten Runde raushauen. Ich glaube, ich würde ziemlich Ärger kriegen, wenn Philipp meine Flamme wäre. Wieso? Von deiner Familie? Nein. Von wem dann? Was? Von deiner Schwester? Na klar, meine Schwester. Vom Feuerlöcher, ja. Steht deine Schwester etwa auf mich? Und du darfst ihn nicht wegsnappen? Du weißt genau, wovon ich rede. Dann durfte ich heute nicht mehr nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob ich ziehen sollte, aber ich tue es jetzt einfach mal. Wobei ich hätte, glaube ich, naja, wobei ich will eine etwas kürzere Runde noch haben. Das ist die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Nein. Das ist Jule. Das ist wie bei Butters. That's Butters, that's me. Oh, die Folge habe ich letztens gesehen. Das ist immer noch eine der besten Folgen. Dun, dun, dun. Ist das Böse überhaupt schon bei dir zu Hause? Ja, das Böse ist schon zu Hause. Wenn du es so nennen möchtest, dann ja. Listen, I'll just work here. Ich dachte gerade, ich hätte einen Riesenfehler gemacht, habe ich aber nicht. Ja, ich werde sehnsüchtig zu Hause erwartet. Von der Bösen? Ja, ich werde noch ihr so geschlagen. Ihr seid gar kein Paar? Nein. Ich werde noch so geschlagen. Dachtest du, wir sind ein Paar? Blackie, ich sehe nichts. Oh nein, er hat die Leckerlis wieder. Warte. Oh nein, jetzt kommt's raus. Wir sind gar kein Paar. Ich habe jemand anderen. Wir haben alles nur gespielt. Alles nur gespielt. Es sind wieder Weltbilder zerstört worden. Nicht füttern, nein. Warum? Ach so. Dann senkt sich der Schwanz langsam auf die Leertaste. Hau rein, Kiese. Vielleicht sehen wir uns. Tschüss. Wahrscheinlich sehen wir uns nochmal. Man sieht sich nämlich immer zweimal im Leben. No one can stop the salamandra. Ich will sie wieder hier oben stellen. Matsch, Matsch. Gibt's nicht noch mehr? Der ist voll süchtig nach den Dingern. Der lässt sich nicht mehr verarschen. Ja, oh mein Gott. Was? Das ist echt, wir sind ein Paar? Das denken viele tatsächlich. Also wir sind kein Paar? Fun Fact, Philipp ist nicht mal mein Typ. Rainer Kallmund ist heute gut in Form. Ist Blackie Rainer Kallmund? Ich bin nicht ihr Typ, weil sie nicht auf gewichtige Leute steht. Wow, ich dachte, da kommt jetzt was anderes. Er wird es mit einer Karte hinkriegen, aber ich passe jetzt mal lieber. Blackie, leg dich nicht auf die Maus. Wir sind nur Freunde. Wir sind keine Verwandten. Weder verwandt noch verschwägert. Wir sind nur Freunde. Eidgenossen. Wir sind Blutsbrüder. Wir haben damals die Blutsbrüderschaft gemacht.
Komm schon, du hast doch noch, dein Hepatitis, ja. Nee, er hat noch einen Oswell. Oder hat er den nicht gezogen? Ich dachte, weil du jetzt vom Blutbrüherschaft geredet hast. Vielleicht guckt er auch, ob ein Oswell nicht unbedingt sein muss. Ihr müsst das in der Twitch-Beschreibung schreiben, zocken, wenn... Und wir sind kein Paar. Er hat einen Oswell, ich hab's gewusst. Das ist der einzige Grund, warum ich gepasst habe. Oswell ist raus. Warum sonst sollte jemand Philipp die Hand abhacken wollen, wenn er meine Brust dann fest... Fast. Ich werde es nicht bereuen. Okay. Gemeinde brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Jetzt kommt wieder eine böse Nachricht. Nö. Erpressung. Erpressung ist, glaube ich, auch keine sehr gute Karte. Ich glaube, ich lege gern Fistich ab. Natürlich ziehe ich ein zweites Fistich nach. Ich sollte Fistich aus diesem Deck rausnehmen. Okay, das größte Problem ist, wir haben noch einen Adriano, wir haben noch Moels, wir haben alles noch sehr Top-Karten im Deck, aber wir haben nur eine Einheitenkarte, nur einen aber Spender und sonst zwei Münzgeber. Aber trotzdem fast jeden Tag zusammen. Ich glaube, er glaubt uns nicht. Wir haben kein Moels und wir haben kein Adriano gezogen. Das ist wieder so. Ja, wir sind trotzdem fast jeden Tag zusammen, das stimmt schon. Kennt ihr euch schon lange? Seit 2013. Echt? War es echt 2013? Ja, da habe ich meine Lehre beendet und danach haben wir das Abi angefangen. 6 Jahre? Ja. Du bist in der Zeit echt nicht viel größer geworden. Fuck, Alter, ich war damals schon 20. Möchte ich lieber... Ich glaube, ich gebe sogar lieber ein paar Münzen aus. Also ich verschwende jetzt effektiv 2 Münzen, aber es ist mir egal. Gute Freunde kann niemand drin. Das ist ja Freunde für immer, Freunde für immer, Ring. Also man muss dazu sagen, wir kennen uns seit 6 Jahren, aber 3 Jahre davon machen wir schon irgendwie YouTube und Stream. Ich glaube jetzt mit deiner letzten Karte. Also er hätte Proto-Flatterer nicht gespielt, wenn er noch eine bessere Angriffskarte auf der Hand hat. Sind wir ehrlich. Wie seid ihr auf Gwent-Stream gekommen? Wir hatten damals einen Beta-Key. Das ist diese lustige Geschichte. Damals einen Beta-Key. Ja. Dann gab es immer mal so ein Auf und Ab, aber wir sind irgendwie dann halt auf Gwent hängen geblieben. Ja. So grundsätzlich. Und dann hat sich das halt so, wo dann auch die Zuschauer immer mehr wohnen und so, hat sich das dann halt irgendwie so ein bisschen... Na, wir hatten halt... normalerweise hast du immer, wenn du Spiele hast, dann ein ganz großes Sommerloch. Ja. Und wir hatten uns auch nicht wirklich... Stimmt, also, das war ja auch noch... Das ist halt immer so das Problem, wenn man halt neu anfangen will oder so, die meisten bleiben halt auf einem Spiel hängen, weil du kannst halt nicht für irgendwas Geld bezahlen. Ja. So die ganze Zeit, ne? Du kannst nicht immer die neuesten AAA-Titel spielen. Sei denn, du kackst das Geld. There is but one punishment for traitors. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt spielen wir auch gegen Kohle. Und Jule hat einen Freund und der heißt nicht Kafu. Jetzt spielen wir auch noch gegen Kohle. Und ich spiel dieses scheiß Priester. Und ich spiele diese Scheißpriester. Ja, oh Gracie. Oh Gracie, wollen wir noch eine Runde gegeneinander spielen? Okay. Au. Versklaven. Okay, er spielt auch nur eine 5er. Jetzt gibt's schon Spekulationen. GG, oh Gracie übrigens, ja. Aber wir haben am Ende echt noch. Also, wir hatten noch einen Adriano und wir hatten noch einen Noel zum Deck, aber wir haben keine von beiden gezogen. Das ist echt das Problem gewesen. Und nicht mal Fistich konnten wir noch auslösen. Oha. Das geht übrigens, das wird wahrscheinlich das letzte Idee, aber es wird wahrscheinlich das letzte Game des Abends, weil, wie soll ich sagen, Coloman ist tatsächlich jemand, der roped immer. Also von daher. Ich
We place our trust in you, Eternal Flame. Eternal Kohle ist eine Lama. Ja, Kohle ist. Aber der lässt sich halt. So, die Sache ist, ne, der lässt sich Zeit, der denkt seine Züge nach, der überlegt, was er wirklich machen deswegen kann. Deswegen würde ich jetzt auch nicht Lame Socke sagen. Und wir spielen hier, das ist übrigens gut, dass der Turnierteilnehmer raushaut. Das ist eigentlich das, was ich erreichen will, weil die Priester werden sowieso nicht länger überleben, ne? Komm schon, du hast noch einen Turnierteilnehmer. Nämlich, wenn er die beiden rausgehauen hat, kann ich in Ruhe mein Portal ausspielen. Ah, die Sache ist halt auch, er wird sich wahrscheinlich sehr voll aufs Spiel konzentrieren, so wie er immer spielt. Und wir sitzen hier und reden über unsere Beziehung. Ich kann nichts dafür, dass jetzt Spekulationen über mein Privatleben gemacht werden. So, jetzt ist die Frage, hat er noch was weiteres? Hat er noch einen, also er hätte einen Turnierteilnehmer benutzt, wenn er einen hätte. Hat er noch einen weiteren Meuchelmord? In Carfu we trust. Carfu we trust, Carfu. ich finde den Chat gerade sehr köstlich. Wieso? Hast du nicht gelesen? Und Jula hat einen Freund und der heißt nicht Carfu. Er schreibt dann, ich tippe auf Freundin und dann steht unten wieder Jules Freund in Kohl. Hab ich von einem Dollar. Wow. Dudumts. Ey, überlegt. Die Frage ist auch, was ich jetzt tun kann, ne? Ich möchte eigentlich ungern meine heilige Flamme opfern. Spielt sogar schon ein Damien. Ah, ich krieg das Geld halt auch nicht zusammen, ne? So geht's mir auch immer am Ende des Monats. Das heißt, er kann stealen und kann den Damien nochmal eine Runde ausspielen. Ich habe für Moraes kein Geld. Ich bräuchte einen 6er Tribut, aber den kriege ich auch so nicht zusammen, weil ich die Anführerfähigkeit dafür nicht habe. Das heißt, ist der Adal 6 oder 7? 5er. Adal 6 ist eigentlich auch Man in Meme. 5er ist eigentlich das, was man haben will. Ich spiele Adal 8. Nein. Guck doch mal bitte. Die Sache ist jetzt, er wird mir eine von denen klauen. Ich muss, ich habe doch schon geguckt. 5er. Ach, hast du schon, ja? Das habe ich nicht gesehen. Es tut du mir leid. Du bist zu langsam. Nein, ich achte gerade auf den Chat, weil ich das gerade mit den Spekulationen sehr lustig fand. Wir müssen die heilige Flamme in dieser Runde opfern. Was nicht wirklich sehr toll ist, aber es geht nicht anders. Er klaut uns jetzt einen und kriegt seine Anführerfähigkeit wieder. Klaut uns wahrscheinlich noch die andere, oder? Aber das wird er nicht. Ich denke nicht, dass er beide Anführerfähigkeiten... Wenn er beide Anführerfähigkeiten raushaut, bin ich sogar gar nicht mal so traurig. Was machst du denn jetzt? Willst du lieber? Geh weg. Your attention, please. I shall now speak. Mein neuer Arbeitsvertrag ist ja nicht mies für mich, sondern eher mies für meinen Streaming-Werdegang. Wie kriegt ihr unsere Gemeinde? Das war doch keine Gemeinde. Das ist eine Gemeinde. Wumms. Ich muss erst mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie anstrengend das wird. Gar nicht. Hast du mal gesehen, wie die bei uns in der Handyabteilung stehen? Mhm. Mhm. Hab ich mal neues iPhone 11 gesehen, hat 3 Kameras. Ey, aber das hat echt eine super, super Kamera. Ich könnte nicht so ein, also ich könnte nicht ein Handyverkäufer werden. So, welches Handy soll ich mir holen? Wie wär's mit dem iPhone 11? 3 Kameras, eins für jedes von ihren Kids. Eins für jedes ihrer Frauen. Das wird alles gut, keine Sorge. Ich glaube auch so, also ich glaube auch wirklich so, es gibt ja immer so diesen Beruf, es gibt ja diesen Community-Manager-Job, ne? Also sowas wie Pavel Burja. Ich glaube, das ist wirklich ein toller Job, aber ich glaube, wenn du den machst, hast du am Ende des Abends überhaupt keinen Bock mehr auf Menschen. Hast du auch nicht. Ich verkaufe Waschmaschinen.
Aber ich krieg wahrscheinlich einen Arbeitsvertrag in einer anderen Abteilung. Und das wäre dann halt erstens mehr Arbeitszeit. Dein neuer Vertrag ist schlecht für Carfu. Oh mein Gott! Ja, aber sie haben recht. Es ist ja noch nichts. Doch. Und die haben ja, natürlich recht. Ist da auch mehr Kohle drin dann für mich. Naja, mehr Urlaub ist schon fast gar nicht mehr möglich bei mir. Nee, mehr Stunden. Krieg ja extra mehr. Und einen Firmenwagen. Was soll ich denn mit dem Firmenwagen? Fahren. Es gibt keine Firmenwagen. Es ist vor allem für mich ein Stück weit fordernder. Als das, was ich jetzt mache. Eine Firmen-U-Bahn. Ja, ich krieg eine ganze U-Bahn. Wenn ihr nicht so viel im Internet kaufen würdet, würde ich vielleicht noch einen Firmenwagen bekommen. Spaß. Ja, kauf nicht so viel im Internet. Ich habe letztens wieder so ein tolles Kommentar gelesen. Was denn? So, es gibt doch diese neue Mediamarkt-Werbung mit Barbara Schöneberger, ja. Ne? Wo die so extrem haarige Beine hat und dann geht die zum Mediamarkt. Ja. Und dann hat sie jemand runtergeschoben, ich kaufe lieber bei Amazon, da habe ich wenigstens besseren Kundenservice. Hä? Was für Kundenservice? Better than paying taxes. Vor allem, weißt du, was ist, wenn du bei Amazon Garantieansprüche geltend machen möchtest? Darfst du dich erstmal mit dem Hersteller auseinandersetzen. Tja. Geil. Weißt du, bei Mediamarkt gehst du zu Mediamarkt, gibst das Scheißding ab und wir kümmern uns drum. Aber gut. Oh, Savola. Das ist wirklich eine Dream Hunt. Eine Dream Hunt habe ich. Die Frage ist, möchte ich noch weiterziehen? Eigentlich ja. Ich habe mir tatsächlich die neue Werbung vom Mediamarkt nicht mal angeguckt. Von Barbara? Also da sind jetzt viele Stars. Ja, ja, ich hab's, das habe ich gesehen. Aber und die hier, ist... Bibi ist auch mit bei. Ich gehe jetzt nur zu Saturn. Das ist eine doppelte Werbekampagne, ne? Für Saturn und Mediamarkt, das weißt du. Gehe jetzt halt nur noch zu... Ich bestelle jetzt bei Amazon. Die haben es nicht nötig. Bleibt uns beide erhalten. Irgendwann. Ja, okay, wir machen jetzt noch 10 Jahre lang Streams und dann irgendwann können wir davon... Oh, Moment, mir fällt auch gerade ein, wir haben den Chat. Das hättet ihr sagen können, wir haben noch den Chat dahinter. Irgendwann wird's was bei euch. Meinst du jetzt mit der Beziehung oder meinst du jetzt, dass wir damit Geld verdienen? Habe ich noch was für nächste Runde, wenn ich jetzt voll durchziehen würde? Ein Adriano und einen hohen Inquisitor. Mehr habe ich aber auch nicht. Fällt immer so ein Tipp, wenn Jule schwanger wird, hat sie ganz viel Zeit. Stimmt. Leider war auch nicht drin. Was? Leider war auch nicht drin. Warum ist das nicht drin? Er weiß warum. Warum denn? Have you heard? I make dreams come true. Have you heard? Tatsächlich kann das sogar sein, dass du schwanger bist? Nein. Das nicht. Aber dass das vielleicht in ein paar Jahren in Planung ist? Dass du schwanger wirst? Ja. In ein paar Jahren? Ja. Aber bist du erst 21? Machst du ja mit deinem ganzen Körper kaputt. Dankeschön. Als du mich angelacht hast, habe ich wieder die ganzen Falten gesehen. Die Fresse. Du Spast. The senses can be fooled easily. Discipline. That's what you folk lack. Warum sollte ich dich hauen, Dodi? No one can stop the salamandra. No one. No one. Genau, ich bin in ein paar Jahren immer noch. Nein, das wird nie was mit der Beziehung werden. Niemals im... Warum soll das mit dem Stream was mit der Beziehung zu tun haben? Aber es wird trotzdem nie was werden.
Das selbst, ist Comedy pur. Selbst ich wenn ich keinen Partner hätte, würde es nie was werden. Weil ich dick bin. Nein. Langsam so wie es ist. So von. Sie haut mich irgendwann wirklich. Nein, so schlimm kann Phil gar nicht sein, das stimmt, aber... Oh, was kriegt er jetzt raus? Oh nein, er kriegt echt einen Kalkstein. Das ist Comedy pur, ich würde das vermissen. Jetzt habe ich tatsächlich Angst, wenn ich weiterspiele, wobei ich kann den Kalkstein wegschießen. Aber meinst du, er hat noch einen Purify-Effekt? Neben Kalkstein? Ihr harmoniert so gut zusammen. Er könnte den Hund aber so oder so zurücksetzen. Ich sollte passen, ich sollte rausgehen. Natürlich harmoniert, darum streamen wir auch zusammen. Richtig. Wir haben schon in der Schulzeit immer sehr gut harmoniert. Und da haben die Leute auch schon gedacht, wir sind zusammen. Phil, du bist der Hammer und Jule die Sichel. Was? Die Sichel. Du bist die Sichel. Don't know. Okay, ich hätte vielleicht weiterziehen sollen. Keine Anführerfähigkeit mehr, ich habe immer noch einen Moritz. Wir brauchen Adriano. Komm schon, gib uns Adriano. Fistech. Gemeinde. Achso, übrigens alle, die irgendwie eventuell uns bei Facebook hatten. Wir haben kein Facebook mehr. Wie viel Münze ich hatte ich, ne? Okay. Kalkstein, ich glaube nicht, dass ich... Meinst du, ich brauche einen Kalkstein? Mm. Er ist immer noch 5 Punkte wert, ne? Ich überlege sogar, ob ich eine Gemeinde ablege. Könnte sogar 7 Punkte wert sein. Ich glaube, ich lege eine Gemeinde noch ab. Fistech. Natürlich ziehe ich immer. Ich ziehe immer ein Fistech nach, wenn ich ein Fistech ablege. Das ist immer so. Boah! Atmen. Ich gebe dir recht. Atmen. Glaubst du wirklich, ich bin nicht mit dir zusammen, weil du dick bist? Ja. Du bist nämlich eine oberflächliche Frau. Klar. Du weißt, woran das liegt, oder? Dass wir nicht zusammen sind? Ich weiß, woran das liegt. Okay. Du bist eine oberflächliche Frau. Jetzt denken die Leute wirklich, ich bin oberflächlich. Die Leute denken alles. Die Leute haben auch gedacht, wir sind ein Paar. Ja, das stimmt. Oh. Cool, aber tut mir voll leid. Weißt du, der ist bestimmt sich gerade voll am Konzentrieren. Klickt die ganze Zeit so mit seinem Stift. Aber er kennt uns ja. Er kennt uns nicht mal wirklich. Naja, aber ich glaube glaub nicht, dass er weiß, wer wir sind. Vielleicht nicht, das stimmt. Behold Nilfgaard's Iron Might. Du musst es ja wissen, hast die Oberfläche ja schon abgetestet. Was? Ach so, ja. Was macht Julis virtueller Freund, wenn sie bei Carfu ist? Virtuell gefällt mir. Kackt auf den Boden wie so ein Tamagotchi. Manchmal muss ich den Finger in den Mund stecken, wie so ein Furby. Jetzt halt die Klappe. Mein Gott, ich möchte mein Privatleben jetzt auch nicht unbedingt breitreten. Das ist so eine doofe Karte. Irgendwann müssen wir den Leuten sagen, was mein virtueller Freund ist. Wieso bist du eh bald weg? Das weißt du doch gar nicht. Und dann macht sich Redomatix immer Hoffnung, dass wir zusammenkommen.
Oh, das ist so gut, das ist so gut. Why the nose strips? Anyone know? Er liegt noch mal einen Punkt vorne, aber wir haben noch... Okay, wie viele Punkte gibt er uns? 10 Punkte? 12 Punkte kriegen wir noch. 12 Punkte. Das heißt, wenn er jetzt irgendwas ausspielt, was... Oh, das ist nicht gut. Carfu mag Julius Freund nicht. Oh, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Oh. Philipp, du magst meinen Freund nicht. Sehr seltsam. Ich mag deinen... Ich kenne deinen Freund nicht mal. Ich kenne meinen Freund auch nicht. Wir haben gewonnen um 4 Punkte. Okay. Ich kenne meinen Freund auch. Ich glaube sogar, wobei, hätte das einen Unterschied gemacht, wenn er nicht die Frau gebufft hätte? Naja, sie wäre auf 6 Punkte, aber er hätte auch keine weitere Kopie mehr ausspielen können, ne? Und im Prinzip, er hätte, wenn er Steffen Skane gebufft hätte, hätte das ausgereicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir hätten, ich weiß es nicht. Aber ich jetzt auch zu faul, um nachzurechnen, aber wir hatten noch relativ gut Punkte. Okay. Yay! Quinsday! 2400. Ei! Woo! Also Leute, denkt immer daran, egal wie gut ein Spieler ist, auch sie können bluten. Blut. Okay. Na ja, gut, er hat Nilfgaard gespielt, das war ein Mercy Win. Was ist das? Das ist das, was ich dir gesagt habe. Mein Gott, ich mag Coleman gewinnen. Ist das schwach. Und du wunderst dich, warum ich nicht mehr spiele. Siehst du das? Komm mal, Blicky. Schnapp sie dir, Blicky. Da, greif an. Greif an. Ich dreh dich. Nein. Jetzt verstehe ich es nicht mehr. Was? Na, weil... Du meintest, du kennst meinen Freund nicht mal und ich meinte auch, ich kenne meinen Freund nicht. Jetzt sind alle vollkommen verwirrt. Wir haben 23 Uhr, das heißt, ich würde fast sagen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Um Schluss zu machen, genau. Wie sieht's eigentlich aus mit dem... Und ihr könnt euch jetzt Gedanken machen, was mit meinem Privatleben abgeht. 0,64. Wir haben heute tatsächlich 2 Spiele verloren und 5 Spiele gewonnen. Nicht schlecht. Das ist ein ziemlich gutes... Damit kann man leben, ne? Also ja, es ist... wir haben einmal gegen O'Crazy verloren und wir haben einmal gegen... Weiß ich nicht, verloren, aber wir haben auch heute... Nilfgaard nur gespielt zweimal. Ja, was uns diese Season noch bringt, die Season geht ja bis zum 12. Dezember, das werden wir natürlich noch weitersehen, auch wenn wir tatsächlich diesen Monat vielleicht ein bisschen langsam starten, aber man muss sich Zeit gönnen, man muss sich Auszeiten gönnen, man muss auch mal ein bisschen in Ruhe spielen, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Morgen wird es vielleicht keinen Stream geben. Ich werde es nochmal ankündigen, wenn ich streame. Jule ist morgen nicht da, die ist bei ihrem virtuellen Freund. Und bei ihrem Freund? Das habe ich jetzt gerade erst geschnitten. Ja. Und ich mein will, Gott, ich habe ein Date, sag das doch einfach. Sie ist wieder im Krematorium. Ja, Schnitzel essen. Und ich werde... Nein! Nein, ich habe ein Date. Und ich werde morgen vielleicht abends streamen, aber es kann auch sein, dass ich wegen den Anfängerfolgen morgen leider nicht zum, oder es morgen nicht schaffe zum Streamen. Ne? Ich muss nämlich nochmal gucken, weil für die Anfängerfolgen brauche ich jemanden und der ist auch arbeitstätig und es wird vielleicht nur abends was. Okay, Redomatix, dann frag doch einfach mal direkt. Was möchtest du wissen? Es gibt so viele unbeantwortete Fragen, die wird es immer geben. Stell noch deine Frage, ich suche so lange ein... Host. Ja, ich hoste noch jemand weiteren. Den wir... ich finde das ein bisschen lustig gerade. Wieso? Ich weiß es nicht. Kanäle auf Deutsch. So Germany spielt auch noch. Erste Eindrücke sammeln. Wen haben wir noch? Chimirisch Stream momentan. Oceanbud Stream. Burgess. Da oben war auch noch ein Deutscher. Naja, ich weiß. Jaguar streamt, ja, streamen heute einige, ne? Ja. Wop, da ist ein... Ich glaube, seitdem Mobile raus ist, sind es auch wieder ein paar mehr geworden. Wollen wir die Deutsche? Wir hosten mal hier So Germany, ne? Wir wollen natürlich immer die Deutschen so ein bisschen unterstützen, also machen wir das mal. Und ja. So, jetzt gucken wir mal, was die Frage ist. Jetzt gucken wir mal, was die Frage ist, was Julia noch für eine Antwort gibt. Im Krematorium mit ihrem virtuellen Freund Schnitzel essen, das hört sich interessant an. Welt fragt sie doch auch nach einem Date. Nacht.
beim nächsten Stream, also nächste Woche. Okay, also Jule ist erst nächste Woche wieder da. Wie gesagt, ich twitter morgen oder heute, je nachdem, ob es jetzt auf YouTube nachgesehen hat, ob was wird. Und ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal fürs Zusehen. Haut rein, habt ein wunderschönes Wochenende. Genießt Halloween mit euren Kindern. Lasst euch nicht erschrecken. Und das Wichtigste ist, Kinder, die im Türrahmen baumeln, sind die lustigsten. Tschüss! Tschüss! In the game of kings, one must remain vigilant. Lest lesser men take advantage. My advisors speak of strategy like chess. Yet beasts need no such thing to dominate. We must invest in our arms and capabilities, or see our strategy fail unfairly. Our foes will not hesitate to bear their full strength. And neither should we bow before your rightful king.